Das Römische Reich, die letzte Supermacht der Antike, dehnte sich von Britannien nach Nordafrika, von Spanien bis Kleinasien aus. Doch sein politisches wie kulturelles Zentrum war Rom. Die Millionenstadt präsentierte sich als hochmoderne Metropole mit wegweisender Architektur und fortschrittlicher Technik. Straßen und Aquädukte liefen strahlenförmig auf die Stadt zu. Imposante Gebäude und Platzanlagen beherrschten ihr Zentrum, so das Pantheon mit seiner weiten Kuppel. Oder das Forum, ein öffentlicher Platz mit Tempeln, Denkmälern und Einkaufsmöglichkeiten. Rom hatte auch dekadente Seiten. Die Caracalla-Thermen versprachen erstklassiges Badevergnügen. Im Circus Maximus, dem größten Zirkus der Antike, ließen sich bis zu 185.000 Zuschauer unterhalten. Und schließlich das Kolosseum. Ein Ort, in dem blutige Gladiatorenkämpfe oder grausame Hinrichtungen stattfanden. Zur Belustigung des Volkes. Mit seinen 7 Wundern überschritt Rom die Grenzen des bis dahin Möglichen. Was trieb die Römer zu diesen Meisterleistungen? Und mit welchen Mitteln wurden sie verwirklicht? Die Herrscher Roms konnten nicht nur Feinden, sondern auch unliebsamen Landsleuten gegenüber grausam und erbarmungslos sein. Das brachte einige gegen sie auf. Um Ausschreitungen vorzubeugen, erfüllten sie gezielt Wünsche des Volkes. Und immer prächtiger werdende Bauten sollten das eigene Ansehen erhöhen. Keine Stadt der Antike konnte sich mit Rom messen. Hier gab es Einkaufszentren, Badeanlagen, ein Straßensystem und stets Trinkwasser. Mit Brot und Spielen, Panem et Circenses, stellte man das Volk zufrieden und lenkte es gleichzeitig von politischen Belangen ab. Nirgendwo wurden mehr Menschen unterhalten als im Circus Maximus. Der größte Zirkus der Antike bot seinen Besuchern spannende Unterhaltung. Hierher kamen sie, um Geschick, Mut und Gefahr zu erleben. Es gab nichts Vergleichbares. Der etwa 600 Meter lange und 150 Meter breite Circus Maximus war Austragungsort von Wagen- und Pferderennen. Er fasste in augusteischer Zeit 60.000 Zuschauer, nach mehreren Umbauten bis zu 185.000, für die es hieß, Eintritt frei. Die Großzügigkeit der Kaiser zahlte sich aus. Trajan schuf sich mit dem Umbau des Zirkus ein politisches Monument. Trajan wollte sich ein Denkmal schaffen. Und der Circus Maximus bot ihm dazu die Gelegenheit. Hier konnte er den Menschen auf gleicher Höhe begegnen. Er sah sich als Mann des Volkes. Im Zirkus brachte er viele Römer gleichzeitig zusammen und versuchte, sie für sich zu gewinnen. Die Rennbahn führte um eine etwa 300 Meter lange Mauer, die sogenannte Spina. In ihrem Zentrum erhob sich ein 24 Meter hoher Obelisk, ein Beutegut aus Ägypten, das einst die Macht Ramses II. Symbolisiert hatte, nun aber die Herrschaft Roms versinnbildlichte. Bereits 500 vor Christus wurden in der Talsenke zwischen Aventin und Palatin Rennen veranstaltet. Die Zuschauer saßen auf hölzernen Tribünen, die jedoch immer wieder abbrannten. Um 100 nach Christus errichtete Trajan den ersten stabilen Bau. Trajan ersetzte die Holzkonstruktion durch einen marmornen Prachtbau und schuf so den ersten ständigen Zirkus Roms. Im Circus Maximus wurde ein neues, von den Römern erfundenes Material verarbeitet, Beton. Dieses Baustoffgemenge ermöglichte neue Bauformen und befreite die Architektur aus ihren engen Grenzen.
Aus Sicht der römischen Herrscher hatte Beton große Vorteile, denn man konnte jetzt wesentlich schneller bauen. Außerdem wurden auch immer größere Bauwerke für immer mehr Menschen errichtet. Nur das oberste Stockwerk des Circus Maximus bestand weiterhin aus Holz. Die unteren Etagen wurden aus Beton hochgezogen und mit Ziegelsteinen und Marmor verblendet. Diese feuerfeste Konstruktion erlaubte auch den Bau von Geschäften, die sich an der Langseite aneinanderreihten. Der Komplex war nun gegen Feuer geschützt und überstand 500 Jahre weitgehend unbeschadet. Heute sind nur noch Ruinen erhalten, die jedoch die Größe der Anlage verdeutlichen. Wie viel hier aber einst los war, ist nur schwer vorstellbar. When you arrived at the Circus Maximus, you would enter. Man betrat den Circus Maximus durch ein Rundbogentor und passierte ein System von Gängen. Dort war es fast so dunkel wie unter der Erde. Sobald man nach draußen kam und seinen Sitzplatz ansteuern wollte, war man nahezu geblendet und brauchte eine Sekunde Zeit, um die Augen an das Spektakel zu gewöhnen. Trajans Bau war mehr als 30 Meter hoch. Ansteigende Sitzreihen flankierten die beiden Langseiten und eine Schmalseite der Arena. Der Schriftsteller Plinius fand, dass der Zirkus so schön wie ein Tempel sei. Ein Ort, den man seiner selbst willen sehen müsste, unabhängig von den Schauspielen, die hier stattfanden. Der Zirkus diente nicht nur Rennen. Einmal ließ man 63 Leoparden, 40 Bären und sogar Elefanten in die Arena. Zum Schutz der Zuschauer wurde ein 3 Meter breiter Graben ausgehoben, der rund um den Platz verlief. Kaiser Nero errichtete eine Absperrung, die in glattes Elfenbein gehüllt war, sich bei Berührung drehte und den Tieren keine Möglichkeit gab, sich festzukrallen. Die Zuschauer konnten unmittelbar dem Geschehen folgen. Nach der Fertigstellung des Kolosseums wurde der Circus Maximus vor allem für Wagen- und Pferderennen genutzt. Das Startsignal gibt ein fallendes Taschentuch. Die Tore öffnen sich und alle 12 Wagen schießen heraus, die zuvor in einer Reihe warten mussten. Jetzt aber können sie fahren, wie sie wollen. Sie rasen wie die Teufel 7-mal um die Bahn und schließlich über die Ziellinie, die der Loge des Herrschers gegenüberliegt. Bei den rasanten Fahrten kam es häufig zu Unfällen. Denn schon kurz nach dem Start drängten sich die Wagen dicht aneinander, um die Rennstrecke zu verkürzen. Die gefährlichsten Stellen waren die beiden Wendepunkte. Hier stießen die Wagen häufig zusammen, fielen um und ihre Fahrer wurden manchmal zu Tode getrampelt. Die Sieger aber hat man begeistert gefeiert. Vermutlich kann man die Wagenlenker mit heutigen Pop- und Filmstars oder Rennfahrern vergleichen. Sie genossen kulthafte Verehrung, Ruhm, Geld und das daraus folgende Prestige. Wir kennen einzelne Wagenlenker. Die Geschichte des Scorpus zum Beispiel zeigt, welcher Ruhm den Lenkern beschieden war. Er gewann 2000 Rennen, starb aber im Circus Maximus mit nur 27 Jahren. Viele Fahrer verdienten sich als Günstlinge der Kaiser stattliche Summen. Doch die offizielle Siegesprämie war ein Palmzweig. Trajan machte sich durch den Ausbau des Circus Maximus beim Volk beliebt. Aber er ließ noch andere öffentliche Bauten errichten, zum Beispiel das Trajansforum. Das Forum ist der zentrale Platz einer römischen Stadt. Hier treffen sich die Menschen und hier befindet sich normalerweise ein Tempel, eine Basilika sowie das Gerichtsgebäude. Es ist so etwas wie der Times Square oder der Piccadilly Circus von Rom. Es gab in Rom bereits 5 Foren. An Größe aber konnte sich keines mit dem Forum des Trajan vergleichen. Das Trajansforum war das größte Kaiserforum Roms und so groß wie alle Kaiserforen zusammengenommen. Trajan wollte dem Volk damit gefallen und seine Verbundenheit mit Rom ausdrücken.
Trajan war der erste nicht in Italien geborene Kaiser. Er stammt aus Spanien und wurde als bester Herrscher betitelt. Seine Fähigkeiten machten ihn zum Kaiser, nicht seine Abstammung. Durch geschickte Feldzüge vergrößerte Trajan das Römische Reich und die Beute nutzte er für gemeinnützige Baumaßnahmen. Zum Baumeister ernannte er Apollodoros von Damaskus, seinen Militärarchitekten. Wir wissen nicht sehr viel über Apollodoros. Er war Trajans oberster Baumeister und schon während der Dakerkriege zuständig für den Brückenbau. Er legte das Trajansforum an. Das Geld aus den Dakerkriegen erlaubte es Apollodoros, beim Bau des Forums sämtliche Register zu ziehen. Die gesamte Anlage war fast 300 Meter lang und umfasste einen rund 110 mal 90 Meter weiten, von Arkaden gesäumten Platz. Die römischen Kaiser waren wohl vergleichbar mit Bill Gates, was ihr Geld betrifft. Ein Grund ihres Reichtums waren die Eroberungen, denn ein Teil der Beute verschwand direkt in ihrem Säckel. Das Forum wurde dominiert von einer gewaltigen Säule, die mit den militärischen Erfolgen Trajans geschmückt war. Man sieht ein Reliefband mit der Geschichte seiner Siege. Es erzählt von den erfolgreichen Feldzügen des römischen Heers, wie es die Donau überschritt und Rumänien eroberte. Und enthält beeindruckende, anschauliche Bilder von den Gemetzeln, die die Römer veranstalteten, um den Krieg zu gewinnen. Dem durchschnittlichen Römer muss das Forum wie eine andere Welt erschienen sein. Der arme Römer, der aus seiner stickigen, überfüllten Unterkunft flieht, findet sich umgeben von blendend weißem Marmor und sieht die vergoldeten Bronzedächer über sich auf dem Palast. Er taucht in eine völlig andere Welt ein, so als hätte er eine Kulisse betreten. Aber Trajans Forum war weit mehr als ein öffentlicher Platz. Um die Zustimmung der Öffentlichkeit zu gewinnen, ließ der Kaiser das weltweit erste Einkaufszentrum anlegen, die Trajansmärkte. Ideal erwies sich ein Steilhang an der Nordostseite des Forums. Die Gestaltung der Märkte ist sehr interessant, weil sie die Aufteilung unserer Einkaufszentren vorwegnimmt. Hier gab es mehrere Ebenen und von einer Ebene aus konnte man auf die untere sehen. Ein zukunftsweisender Bau. Die gestaffelte Anlage, deren fünf Hauptgeschosse durch Treppenhäuser miteinander verbunden waren, enthielt Läden und Verwaltungsräume. Jetzt gehen wir einen Korridor entlang, von dem aus man einige der Geschäfte erreichen konnte. Sie sehen, dass die gesamte Fassade eines Ladens entweder an der Straße oder an einem Gang lag. Man bediente sich einer neuen, schnellen und wirtschaftlichen Baumethode. Für die Wände errichtete man zwei Mauern aus halbierten Ziegeln. In den entstandenen Zwischenraum wurde eine Beton-Schuttmischung gegossen. Dadurch wurde es erst möglich, fünf Geschosse zu bauen. Die Trajansmärkte sind ein großartiges Beispiel für die Fertigkeiten der Römer im Ziegelbau. Der Ziegel wurde nicht nur als wirksames, sondern auch als ästhetisches Material eingesetzt und er selbst ist Teil des Gebäudeschmucks. Im fünften Stock lagen die Tabernae, in denen die kaiserliche Getreide-, Öl- und Weinversorgung geregelt wurde. Darunter fand man in Ladenstraßen Waren aus allen Teilen des Reichs. Feinste Seide, seltene Gewürze, wertvolle Edelsteine, Lebensmittel. Die Märkte waren ein Ort der Begegnung, der Erholung, um zu essen, zu trinken und einzukaufen. Das machte erhöhte Sicherheitsvorkehrungen notwendig. Diese Feuerwand trennte das Forum von den Märkten und schützte es vor den dort häufig ausbrechenden Bränden.
Sie diente allerdings auch als Grenze zwischen zwei Welten. Der Welt des normalen Römers, in der Schlägereien, Streitereien und Gezänk vorherrschten. Und der Welt der Kaiser, die von Festen und Zeremonien geprägt war. Das Rom Trajans gehörte zu den modernsten Städten der Antike und war berühmt für seine Trinkwasserversorgung. Ein ausgefeiltes Leitungssystem lag ihr zugrunde. Aquädukte markieren einen Meilenstein der römischen Ingenieurskunst. Mit ihrer Hilfe konnte Quellwasser aus den Bergen in die Hauptstadt geleitet werden. Die monumentalen Steinbauwerke überbrückten Täler. Mit Tunneln leitete man das Wasser durch Hügel und unter Dörfern hindurch nach Rom. Die insgesamt rund 500 Kilometer langen Leitungen lieferten den Römern täglich 700.000 Kubikmeter Wasser. Rom ist eine sehr heiße Stadt und Herrscher wie Baumeister waren auf eine funktionierende Wasserversorgung bedacht. Ebenso wie heute gab es fast an jeder Ecke einen Brunnen, auch in einigen Häusern der oberen 10.000. Römische Ingenieure wie Vitruv wollten Genaueres über das Wasser erfahren. Sie ließen es verdampfen und untersuchten die Rückstände. Sie prüften, was passiert, wenn es durch verschiedene Böden verunreinigt wird. Und sie nahmen sich die Pflanzen vor, die im Wasser wachsen, wie Teichsimse, Korbweide, Erle und Schilf. Während Trajans Regierungszeit beschäftigte sich eine ganze Behörde unter Leitung des Frontinus mit der Wasserversorgung. Frontinus war Trajans Wasseringenieur. Er verfasste ein sehr detailliertes Buch über die Wasserversorgung Roms. Ohne dieses wüssten wir weit weniger über die Aquädukte und ihre Funktionsweise. Längst wusste man, dass das sauberste Wasser nicht aus dem Tiber kam, sondern von den Hügeln und Quellen außerhalb Roms. Vorausgesetzt, dass das Wasser in höher gelegenen Gebieten entsprang, konnte es kanalisiert und in die Stadt geleitet werden. Mit der Zeit gewannen die römischen Ingenieure an Erfahrung und meisterten praktisch jedes Hindernis. Vor Baubeginn musste das Gefälle festgelegt werden. Es wurde zur Vorgabe für die gesamte Leitung, die durch Hügel und Täler nach Rom führen sollte. Bevor das Wasser in die Leitung einlief, wurde es gereinigt. In solchen Becken verringerte sich die Fließgeschwindigkeit, sodass schwerere Schmutzpartikel absanken. Der größte Teil der Leitungen, die von den Hügeln aus in die Stadt führten, Abschnitte von immerhin mehr als 10 Kilometern, verlief in Tunneln wie diesem hier. Sie wurden direkt durch Hügel gegraben oder bei Dörfern unterirdisch verlegt. Und zwar so gut, dass sie als einzige der öffentlichen Bauten der Römer noch heute in Gebrauch sind. Zur Kontrolle der Tunneltrasse bohrte man entlang des beabsichtigten Tunnelverlaufs im Abstand von etwa 30 Metern einen vertikalen Schacht. Die Ausrichtung ließ sich so ganz einfach überprüfen. Dort, wo die Wasserleitung auf der anderen Hügelseite heraustrat, hatten die Ingenieure mit häufig stark abfallenden Hängen zu kämpfen. Um das Gefälle zu erhalten, musste die Leitung mit Stein- oder Ziegelmauern gestützt werden. Mauern von mehr als 2 Metern Höhe aber waren sehr kostspielig. Abhilfe versprach der Bogen, der von den Römern perfektioniert worden war. Das ist ein ganz normaler römischer Rundbogen aus zugehauenen Steinen. Er hat eine Spannweite von gut 5 Metern und enthält etwa 27 Steine. Die Römer verwendeten Lehrgerüste. Über diese hölzernen Stützkonstruktionen wurden die Bögen gebaut. Zwischen die Bogensteine füllte man Mörtel. Sobald der Schlussstein gesetzt ist, kann das Lehrgerüst entfernt werden. Der Bogen trägt jetzt das Gewicht und leitet es über die Pfeiler in den Boden. Dann stellt man den oberen Teil des Aquädukts fertig.
Die Bogenstellungen überbrückten ganze Täler und man machte sich viele Gedanken, wie man ihre Stabilität erhöhen könnte. Standen die Bögen in einem Fluss, wurde die Basis so geformt, dass sie der Fließkraft des Wassers widerstand. Manchmal benötigte man sehr hohe Bögen. Je höher der Bogen aber, desto instabiler wurde er. Man beschränkte sich daher auf eine Höhe von etwa 20 Metern. Um die notwendigen Maße zu erreichen, errichtete man zwei, ja sogar drei Bogenstellungen übereinander. Eine Revolution für den Wasserleitungsbau bedeutete die Puzzolanerde. Das vulkanische Material wurde Mörtel beigemischt und so erhielt man einen wasserdichten Innenanstrich für die Wasserkanäle. In diesem Kanal floss das Wasser gen Rom. Er ist recht breit und hat täglich etwa 180.000 Kubikmeter Wasser in die Stadt gebracht. Ausgestrichen mit einem Kalk-Puzzolan-Gemisch war er über die ganze Strecke wasserdicht. Warum aber leitete man das Wasser über teure Aquädukte nach Rom? Die Römer hätten das Wasser durch bodennah verlaufende Rohrleitungen nach Rom führen können. Doch dann wären Probleme mit dem Wasserdruck aufgetaucht. Diese vermieden sie, indem sie das Wasser hier oben im Kanal des Aquädukts leiteten. Natürlich waren die Kanäle abgedeckt, damit das Wasser nicht verdampfen konnte oder verunreinigt wurde. Die Römer hatten die Nachteile von Rohren erkannt. Rohre, wie man sie in den Städten verwendete, waren aus Ton und daher zerbrechlich. Schäden an unterirdisch verlaufenden Rohren wären nur schwer zu lokalisieren und zu beheben gewesen. Außerdem setzten sich Sedimente in Rohren leicht ab und behinderten schließlich den Wasserfluss. Aquädukte hingegen waren gut zu warten. Nicht immer war es möglich, Täler und Schluchten mit Aquädukten zu überbrücken. Dann griffen die Ingenieure auf einen anderen Trick zurück. Sie errichteten beidseits des Tals Zisternen, die durch Rohre miteinander verbunden waren. Das Wasser wurde in ein Fallrohr geleitet und durch das nachströmende Wasser auf der anderen Seite des Tals wieder hochgedrückt. Die Rohrleitung führte hinunter ins Tal und wieder hinauf zu einem Becken, von dem aus das Wasser zurück in den Kanal floss. Die Leitungen endeten in Rom in Verteilungsbauwerken. Von dort aus wurde das Wasser über Zweigleitungen, Rohren aus Ton oder Blei, zu den Brunnen, Thermen, Gewerbebetrieben und Hausanschlüssen geführt. Bei Wassermangel fielen zuerst die Hausanschlüsse trocken, dann die Thermen und zuletzt die Brunnen für das Volk. Kein Herrscher konnte es sich leisten, die Wasserversorgung der großen Masse zu vernachlässigen. Rom verdankt Trajan unter anderem den ersten feuerfesten Bau des Circus Maximus, das Forum mit seinen Märkten sowie eine verbesserte Wasserversorgung. Rund 100 Jahre nach Trajan unterstand Rom einem neuen Kaiser, Caracalla. Er bescherte der Hauptstadt seines Reichs ein unvergleichlich prächtiges Gebäude, eine luxuriöse Oase der Erholung. Sie war jedermann zugänglich. Warum waren Willkürherrscher wie er so großzügig? Sie waren stets um ihr Ansehen bemüht und errichteten deshalb Gebäude, die die Menschen ewig an sie erinnern würden. Die Caracalla-Thermen. Hinter der spendablen Geste verbarg sich ein brutaler Staatsmann. Kaiser Marcus Aurelius Antoninus, genannt Caracalla, gehörte zusammen mit Caligula und Nero zu den wohl grausamsten Herrschern Roms.
Caracalla ist sicher als einer der größten Tyrannen Roms bekannt. Er ermordete seinen Bruder vor den Augen seiner Mutter. Er ließ den Namen seines Bruders sowie das Bildnis seiner Frau und seines Schwiegervaters aus allen Monumenten Roms entfernen. Auch außerhalb Roms war er berüchtigt. In Alexandria, wo man es wagte, ihn zu kritisieren, richtete er angeblich ein Blutbad an. Er genoss einen überaus schlechten Ruf. Bei den Römern jedoch wollte er sich Ansehen verschaffen. Einer der verwerflichsten Herrscher, Caracalla, ein echter Psychopath, wählte als sein Denkmal Badeanlagen. Was sagt uns das? Möglicherweise handelt es sich dabei um eine zwanghafte Neigung mit der Absicht, sich reinzuwaschen, oder er drückte so Schuldgefühle aus für das, was er getan hatte. In Rom gab es bereits rund 1000 öffentliche Bäder, doch die Thermen Caracallas stellten sie alle in den Schatten. Die Anlage war 337 mal 328 Meter groß, bedeckte also eine Fläche von rund 110.000 Quadratmetern. Ein Strang der Aqua Marcia versorgte sie mit Wasser. Caracalla zwang die Handwerker rund um die Uhr und bei jedem Wetter zu arbeiten. Die Bäder, die 212 nach Christus begonnen wurden, sollten in Rekordzeit fertiggestellt werden. Der Herrscher stellte dafür 16.000 Männer ein. 100.000 Gerüststangen machten die Arbeit von allein 4.500 Maurern und 1.800 Malern möglich. Da Caracalla die Bäder schnellstens fertig haben wollte, übte er enormen Druck aus. Nach 4 Jahren standen sie. Die kaiserlichen Buchhalter wurden nervös. Die Kosten für den Bäderbau waren bereits so hoch wie alle übrigen Staatsausgaben. Wie die jährlichen Kosten für den Unterhalt des Militärs, für die Getreideversorgung, für die Beamten ebenso wie für kaiserliche Schenkungen und Auslandssubventionen. Während Caracallas Regierungszeit gab es keine größeren Eroberungen, kein neues Geld kam herein. Eine wirtschaftlich sehr schlechte Zeit. Doch der ehrgeizige Bauherr kümmerte sich nicht um die Misere der Staatskasse. Millions and millions of bricks. Abermillionen Ziegel und hunderte von Säulen wurden verbaut. Es gab ausgetüftelte Kräne mit Rädern, in denen Menschen wie Hamster liefen. Das Innere war komplett mit Marmor ausgeschmückt. Als das Bad erst halb fertig war, war bereits klar, dass hier ein neues Wunder Roms entstand. Die Besucher konnten in Becken von olympischen Ausmaßen schwimmen, sich in riesigen Schwitzbädern niederlassen, bequem in einem 50 Meter langen Bad liegen oder sich mit einem Sprung ins Kaltwasserbecken erfrischen. Es gab Turn- und Trainingssäle ebenso wie Bibliotheken, Aufenthaltsräume und Gartenanlagen. Betrat man die Bäder des Caracalla, wurde man vom Licht geblendet, das von der Oberfläche des Marmors abstrahlte und von den Mosaiken, die das Gebäude schmückten. Darunter befand sich die Welt des Dunkels, die Heizräume, in denen das Badewasser erhitzt wurde. Eine große Zisterne speiste die Bäder. Ihr Wasser wurde in den Zentralbereich geleitet und von dort aus weiter in die Kaltwasserbecken oder zu den Heizkesseln. Ein unterirdisch verlegtes Netzwerk von Tonrohren verteilte heißes und kaltes Wasser an die verschiedenen Becken und transportierte verbrauchtes Wasser ab. Die Temperatur in den Caracalla-Thermen wurde durch eine Warmluftzentralheizung geregelt, genannt Hypocaustrum. Durch Rohre in den Wänden und im Fußboden verlief wärmende Luft, die mittels einer der 50 Feuerstellen stark erhitzt worden war. Die Unterwelt ist schweißnass, furchterregend, heiß, erdrückend, grausam. Und darüber befinden sich die Müßiggänger, die ihren Luxus und ihre Sauberkeit genießen. Die Bäder fassten 2000 Gäste.
Man konnte einen ganzen Tag in den Bädern verbringen. Es gab viel zu tun und man brauchte einige Zeit schon allein, um durch die ganzen Räume zu gehen. Man konnte sich massieren lassen, zum Friseur, zur Pediküre und zur Maniküre gehen. Man konnte aber auch wichtige Gespräche führen, interessante Leute treffen und es gab sicherlich auch zu essen und zu trinken. Gerne traf man sich im Kuppelsaal des Warmwasserbades. Im wärmsten Raum der Thermen fiel das Licht der Sonne auf die Badenden. Nur ein Jahr nach Eröffnung der luxuriösen Anlage, am 8. April 217, wurde ihr Erbauer von seinen eigenen Leibwächtern ermordet. Die Römer genossen die Bäder jahrhundertelang. Vergaßen Caracalla, einen der schrecklichsten Kaiser aller Zeiten, aber recht schnell. Trotz fragwürdiger Regenten, trotz Aufständen und Revolutionen wurde Rom zum Zentrum eines riesigen Reichs. Um die Aufsicht darüber zu behalten, mussten alle seine Regionen gut zu erreichen sein. Die Römer erkannten, dass ihr Reich ein Straßennetz brauchte, über das der Truppennachschub und die Versorgung abgewickelt werden konnten. Sie nutzten die Straßen, um ein globales Dorf zu schaffen. Die erste römische Fernstraße, die Via Appia, wurde 312 v. Chr. Von Appius Claudius Caecus angelegt. In den folgenden 200 Jahren entstand ein fast 80.000 Kilometer langes Straßennetz, das bis in die entlegensten Winkel des Reiches führte und vornehmlich militärischen Zwecken diente. Bald befanden sich große Teile Europas, des Balkans, Kleinasiens und der nordafrikanischen Küste in römischer Hand. Zur Blütezeit des Römischen Reichs wuchs das Straßennetz alle zwei Tage um einen weiteren Kilometer an. Dem Bau einer Straße gingen Vermessungsarbeiten voraus. Dafür erfanden die Ingenieure ein Visierinstrument, das Groma. Die Prinzipien der römischen Landvermessung waren dieselben wie heute. Anlage im rechten Winkel, der Gebrauch eines Nivellierinstruments und so weiter. Man musste zuerst eine Achse festlegen, an der die übrigen Linien im rechten Winkel ausgerichtet wurden. Über kurze Strecken hinweg funktionierte das prima. Bei größeren Entfernungen orientierten sich die Römer an den höchsten Hügeln, die sie sehen konnten. Dann stellten sie Stangen zwischen ihrem Standort und dem Zielpunkt auf und richteten sie in einer Linie aus. Sie konnten nicht um Ecken vermessen, deshalb sind alle römischen Straßen gerade. Trafen sie auf ein unpassierbares Hindernis, wurde es mit einem Knick umgangen. Meist aber durchschnitten die Straßen schnurgerade ganze Hügellandschaften. Für die Via Appia, die von Rom nach Capua führte und schließlich bis Brindisi verlängert wurde, musste ein tiefer Schnitt durch den Fels gezogen werden. Dieses Verfahren war neu. Lange hatte man sich am Verlauf alter Pfade orientiert. Sie wichen Flüssen aus und umgingen Hügel und Berge. Der Via Appia aber sollte nichts im Wege stehen. Trafen die Straßen auf sumpfiges Gelände, wurde ein Fundament gelegt. Dazu trieb man Pfosten in den Sumpf, die manchmal ganze Baumstämme tragen mussten. Über sie legte man Kalksteinplatten, auf die Kiesel und Kies geschüttet wurden. Die römischen Straßen wurden mit großer Sorgfalt gebaut, denn sie bildeten die Seele des römischen Verbindungssystems. Da Straßen wichtige Zwecke wie den Truppen- und Warentransport erfüllten, war ihr Bau von großer Bedeutung. Soldaten und Sklaven waren hier ebenso beschäftigt wie Angehörige niederer Schichten, die für private Bauunternehmen arbeiteten. Die gepflasterten Straßen der Römer galten lange Zeit als Vollendung der Straßenbautechnik und wurden weitgehend einheitlich angelegt. Zunächst trug man den Boden bis zu einer festen Sohle ab und verteilte darauf Sand und Lehm, der festplaniert wurde. Dann folgte eine Schicht aus großen Steinen, auf die mehrere Schüttungen unterschiedlich grober Steinchen kamen. Den Abschluss bildete der Fahrbelag aus dicken Steinplatten, die zu den Seiten sanft abfielen
sodass Regenwasser gut ablaufen konnte. An den Straßen setzte man im Abstand von etwa 1,4 Kilometern Meilensteine. Die Steinsäulen informierten über die Entfernung zur nächsten Siedlung oder über den Erbauer der Straße. Zwischenstationen sorgten für Erholung. Das römische Straßennetz trug erheblich zur Sicherung der Grenzen und zur schnellen Truppenverlegung bei. Als zur Regierungszeit des Augustus die Germanen nach Süden vordrangen, wurden die Truppen in Rekordzeit verlegt und ein Unheil konnte verhindert werden. Die römischen Straßen demonstrieren die Macht Roms. Sie verlaufen schnurgerade durch die Landschaft und vermitteln den Unterworfenen, ihr gehört Rom, ihr werdet von Rom beherrscht. Während die Straßen das Reich zusammenhielten, waren es die Bauwerke, die die Weltherrschaft Roms zur Schau stellten. Der fortschrittlichste Bau Roms gilt als Markstein der Weltarchitektur. Das Pantheon, ein allen Göttern geweihtes Heiligtum, wurde zwischen 115 und 125 nach Christus von Kaiser Hadrian errichtet. Das Pantheon ist der besterhaltene Bau des antiken Roms und steht für eine der bedeutendsten Errungenschaften der Architektur. Den Innenraum überspannt eine 43 Meter weite Kuppel, in deren Scheitel eine kreisrunde Lichtöffnung von 9 Metern Durchmesser liegt. Nie zuvor hatte man eine derart große Kuppel gebaut. Wir würden gern mehr über das Pantheon wissen. Das Wort bedeutet Tempel für alle Götter. Hadrian hielt hier Hof und es waren wohl alle Götter hier aufgestellt. Was seinen tatsächlichen Zweck angeht, tappen wir aber noch im Dunkeln. Kaiser Hadrian war vom Bau des Pantheon besessen. Architektur faszinierte ihn. Er zeichnete selbst Entwürfe und Baupläne. Seine eigene Villa hatte er im Stil eines ägyptischen Tempels gestaltet. Alle Kaiser bauten leidenschaftlich gern. Hadrian aber war eine Art Amateurarchitekt und er nahm Einfluss auf die Gestaltung seiner Villa in Tivoli. Der Architekt des Pantheon ist nicht bekannt. Dem Rundbau legte man einen imposanten Portikus vor. Die dreischiffige Vorhalle wurde von 16 Säulen getragen. Sie bestanden aus feinstem Granit, der im oberägyptischen Assuan gebrochen und nach Rom geschafft wurde. Der Querbalken, der über den Säulen lag, war einst in Bronze gehüllt. Von der Vorhalle aus betritt man durch zwei riesige, 6 Meter hohe Bronzetore den gewaltigen Innenraum. Das Innere des Pantheons verdankt seinen fantastischen Raumeindruck einer unglaublichen Kuppel, die mit ihren 43 Metern Spannweite doppelt so groß ist wie jede zuvor gebaute Kuppel. Jeder Gedanke wird von diesem Raum beherrscht. Das Pantheon gehört zu den berühmtesten und besterhaltenen Gebäuden der Welt und birgt noch heute viele Rätsel. Wir kennen seinen eigentlichen Namen nicht, noch wissen wir, wofür es genau genutzt wurde. Das Pantheon verbindet klassische und moderne Stilelemente. Es hatte jedoch keinen architektonischen Vorgänger. Ungewöhnlich in der Tempelarchitektur ist der stützenlose Innenraum. Vorbilder für die Kuppel finden sich nicht in der kirchlichen, sondern in der weltlichen Bauweise. Vor dem Pantheon gab es bereits Kuppeln in Rom, insbesondere bei Thermen. Das Pantheon übertrumpft aber jeden anderen Bau und sollte bis in die Renaissance nicht übertroffen werden. Der Bau der Pantheon-Kuppel war die größte technische Herausforderung, der sich die Römer je gestellt hatten. Sie hatte die doppelte Spannweite der größten bisher gebauten Kuppel. Das Hauptproblem jedes Kuppelbaus besteht darin, ihn vor dem Einsturz zu bewahren. Das Gewicht des Gewölbes kann die Wände nach außen drücken, dann stürzt die Kuppel in die Mitte. Die Römer verhinderten dies folgendermaßen.
Sie machten die Kuppelschale sehr dick und stellten sie auf massive stützenähnliche Wände. Dann legten sie Manschetten um den Kuppelfuß. Eine brillante Lösung. Acht Mauerpfeiler bilden die Hauptstützen der gigantischen Halbkreiskuppel. Sie sind sehr stark und 6 Meter dick. Um ihr Gewicht zu reduzieren, wurden sie von der Rückseite her ausgehöhlt. Zur Entlastung der Wände erdachte man eine möglichst leichte Kuppelkonstruktion. Außerdem verwendeten die Baumeister 5 verschiedene Arten Zement. Das Geheimnis des römischen Zements war Pozzolan, eine lokale vulkanische Erde. Sie machte den Zement so hart wie Stein. Bezeichnend für die neue römische Architektur ist, dass ihre Baumeister die Form eines Gebäudes seinem Zweck unterordnen konnten und nicht wie früher die Funktion der Form angepasst werden musste. Der Kuppelraum ist vollendet proportioniert. Seine Höhe entspricht dem Durchmesser der Kuppel. Die Wand vom Boden bis zum ersten Gesims besteht aus Beton und Tuffsteinen. Darauf folgt eine Wand aus leichterem Tuffgestein. Den Kuppelansatz hat man betoniert. Die Gewölbeschale ist hier vergleichsweise dick, wird dann aber schmaler und leichter, da der Beton mit Tuff bzw. Bimsstein vermengt wurde. Mit dem Gewicht der Kuppel verringert sich auch der Schub auf die tragenden Mauerpfeiler. In den Mauern sorgt ein kompliziertes System von Entlastungsbögen für die gleichmäßige Verteilung des Gewichts. Außerdem bediente sich der Baumeister eines Kassettengewölbes. Es verringert nicht nur das Gewicht der Kuppel, sondern rhythmisiert und schmückt die Wölbung. Die Kassetten waren vergoldet. Die Kuppel glich dem goldenen Himmelszelt. Das Pantheon wurde mit Hilfe eines selbsttragenden Holzrahmens errichtet. Die 9 Meter weite Scheitelöffnung erlaubte den freien Blick in den Himmel. Und auch sie minderte die Belastung durch die Kuppel und trug dazu bei, dass das Gebäude die Zeiten überdauerte. Wer den Entwurf für das revolutionäre Bauwerk gefertigt hat, ist nicht überliefert. War es vielleicht der schon unter Trajan tätige Apollodoros oder Kaiser Hadrian selbst? Der Geschichtsschreiber Dio Cassius erzählt eine Anekdote, nach der Apollodoros die Baupläne Hadrians heftig kritisierte. Hadrian habe Apollodoros schließlich hinrichten lassen. Wenn die Geschichte wahr ist, dann hat Apollodoros das fertige Pantheon nie gesehen. Das größte Rätsel rund um das Pantheon gibt aber nicht sein Erbauer auf, sondern die Vorhalle. Der Portikus erscheint rund 3 Meter zu niedrig. Ein möglicher Grund dafür ist Hadrians Wunsch, Säulen aus ägyptischem Granit zu verwenden. Herstellung und Transport nach Rom waren zwar sehr teuer, doch die Säulen würden als Zeichen absoluter Macht verstanden werden. Ein anderer Grund war, um mit den Proportionen der Rotunde zu harmonieren, müssten die Säulen 15 Meter hoch sein. Es hätte relativ lange gedauert, solche Giganten zu produzieren. Zu lange für einen ungeduldigen Menschen wie Hadrian. Angesichts der Schönheit des Hauptraums ist die geringe Höhe der Vorhalle jedoch ein zu vernachlässigender Mangel. Das 7. Wunder Roms ist gleichzeitig das berüchtigste. Hinter seinen monumentalen Mauern fanden blutrünstige Szenen statt. Das Kolosseum war das größte und bekannteste Amphitheater Roms.
Der viergeschossige Bau fasste laut Juvenal rund 80.000 Zuschauer, die sich hier von blutigen Spektakeln unterhalten ließen. Das Kolosseum wurde kurz nach dem Tod Neros geplant. Die grausame Herrschaft des Imperators hatte das Verhältnis zwischen Kaiser und Volk schwer geschädigt. Neros Nachfolger Vespasian wollte daher das römische Volk mit einem außergewöhnlichen Bau versöhnen. Vespasian war eine Ausnahme unter den Herrschern. Er arbeitete hart, war ehrlich und bescheiden. Die Römer mochten ihn. Im Jahr 70 nach Christus legten Vespasians Baumeister den Privatsee Neros trocken und schufen das Fundament für das Kolosseum. Der ovale Baukörper umschloss die zentrale Arena. Von den abgestuften Sitzreihen aus genoss jeder Besucher optimalen Blick auf das Geschehen. Den Bau durchzog ein Labyrinth aus überwölbten Gängen. Durch sie schwärmten die Zuschauer, die an 76 Toren eingelassen wurden, zu ihren Sitzplätzen. Der gesamte Komplex stützte sich auf ein System aus tragenden Pfeilern, die durch Bögen und Gewölbe miteinander verbunden waren. Durch die Wölbung entstehen Kuppeln wie die über mir. Sie wurde aus römischem Beton mit Hilfe einer Schalung aufgebaut. Bögen wie dieser hier bestehen aus zugehauenen Steinblöcken. Gewölbe und Bögen schaffen einen weiten Raum, in dem man sich trifft und herumspaziert. Bögen bestimmen auch das Äußere des Kolosseums. Die untersten drei Geschosse des Kolosseums sind durch Bogenstellungen gegliedert. Der Betonwand des oberen Stockwerks wurden Ziegel vorgeblendet. Die Fassade wurde rasch hochgezogen. 300 Tonnen Eisenklammern festigten die Mauern. Auf Normmaß getrimmte Steine und leicht mischbarer Beton taten ein Übriges, um die Bauzeit zu verkürzen. Vespasian hatte keine Zeit zu verlieren. Er musste die Menschen schnellstmöglich für sich gewinnen. Das Kolosseum sollte ihm dabei helfen. Als Herrscher würde er den besten Platz einnehmen. Die Sitze neben ihm waren den Senatoren vorbehalten, die Ränge darüber den Adeligen. Dann folgten Soldaten und Bürger, über ihnen die Sklaven und ganz oben, auf den schlechtesten Plätzen, die Frauen. Das Kolosseum war ein Mikrokosmos der römischen Gesellschaft. Hier wurde einem die ganze römische Welt gezeigt. Eine Markise schützte die Zuschauer bei Sonnenschein. Um sie aufzuziehen, waren 1000 Seeleute in Rom stationiert. Erstaunlich ist, dass dieses riesige Gebäude, vielleicht das größte, sicher aber das komplexeste Projekt der Antike, in nur 5 Jahren errichtet wurde. Dennoch erlebte Vespasian die Fertigstellung des Kolosseums nicht. Er starb 79 nach Christus, im Jahr vor der offiziellen Eröffnung. Vespasians Sohn Titus weihte die legendäre Arena ein. Mit 100 Tage dauernden Festlichkeiten gewöhnte er die Römer an das Abschlachten wilder Tiere, an die Tötung unschuldiger Menschen und den Kampf der Gladiatoren. Das grausame Schlachten wurde erst durch die Technik ermöglicht. Unter der Arena befanden sich Gänge, durch die die Bühnenausstattung schnellstens ausgetauscht und Tote rasch abtransportiert werden konnten. Dort wurden in Käfigen auch Löwen, Tiger, Elefanten und Krokodile gehalten. Mit einer Winde öffnete man die Käfigtüren und entließ die verwirrten und ausgehungerten Tiere über Falltüren in die Arena. An manchen Tagen wurden bis zu 5000 Exemplare niedergemetzelt, wodurch einige Arten nahezu ausstarben. Das war industriemäßiges Töten. Alles musste perfekt klappen. Claudius soll den Löwen sogar Bühnentechniker zum Fraß vorgeworfen haben, wenn die Maschinerie versagte und das Spektakel gestört wurde. Exekutionen waren eine beliebte Mittagsunterhaltung. Christen, Juden, Verbrecher und Sklaven wurden zu Tode gefoltert. Und zwar nur auf die grausamste Art, um dem Volk größtmöglichen Spaß zu sichern.
Sicherlich lag ihre Toleranzschwelle höher. Sie beobachteten, wie Menschen und Tiere gequält wurden, ohne das Ganze unterbinden zu wollen. Wir wissen beispielsweise, dass Frauen zum Sex mit Bullen oder Eseln gezwungen wurden, bevor sie starben. Den Höhepunkt eines Tages bildeten die Gladiatorenkämpfe. Als Gladiatoren traten Sklaven und Verbrecher an, seit dem 1. Jahrhundert vor Christus auch Freie. Nach Eröffnung des Kolosseums entstanden im Umkreis des Bauwerks etliche Gladiatorenschulen, in denen neue Kämpfer ausgebildet wurden. Die Römer liebten es, die Gladiatorenkämpfe zu variieren, indem sie den Gladiatoren die Identität einer mythischen Figur verliehen. Dann kämpfte Achilles gegen Hektor oder Herkules trat gegen einen seiner großen Feinde an. Durch die Verkleidung und Imitation hatte das Ganze mehr von einem Theater. Erlebten sie das Ende ihres Gladiatorenvertrags, konnten aus Sklaven freie Männer werden. Im Kolosseum wurden manche Kämpfer zu Helden und Superstars erhoben. Andere erhielten zumindest eine zweite Chance. Oder sie starben in der Arena und ihre toten Körper wurden über den Sand weggeschleift. 42 Imperatoren profitierten von Vespasians Vision, mit dem Kolosseum das Volk zufriedenzustellen. Es gelang ihm, doch der Preis war hoch. Rund 700.000 Menschen ließen dort ihr Leben. Das Kolosseum ist ein Meisterwerk der Baukunst und Zeuge einer der dunkelsten Seiten der römischen Antike. Mit ihren 7 herausragenden Bauwerken gelangen den römischen Architekten und Ingenieuren Spitzenleistungen, die mehr als 1000 Jahre unübertroffen blieben. Die Kühnheit römischer Konstruktionen fordert auch moderne Architekten heraus, neue Materialien sowie fortschrittliche Problemlösungen zu entwickeln. Und, so wie es die Römer taten, für die Zukunft zu bauen.